Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstecken. Heute Minecraft Season 5 Map, nachgebaut von Nikus. Mit allen aus dem Team Pizmeet spielen wir die heute. Und wir dürfen uns im Haus verstecken und quasi oben auf dem Berg drauf, mehr oder weniger. Das werden wir schon hinkriegen. Ihr habt eine Minute Zeit, um euch zu verstecken und ihr dürft losrennen. Ich muss erst mal rauskommen aus diesem Sumpf. Hab ich schon gesagt, ihr dürft schon losrennen. Christian, nicht! Achso, ja, nee, ich will doch nur die Tür zumachen, damit Peter nicht weiß, dass wir da lang gegangen sind. Ich fall runter! Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, selbst nach unten gegangen. Okay, ich brauche jetzt schon eine Minute, um überhaupt wieder hochzukommen. Wie komme ich? Vielleicht mache ich ein bisschen länger. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie ich aus diesem Haus rauskomme, das heißt... Aha. Also ich wusste nicht, dass es einen Schacht gibt, wo man komplett runterfallen kann, also... Ich muss euch ansagen, Peter, nicht schlagen. Oder muss ich euch abschießen? Wie war das denn nochmal? Bei Minecraft war eigentlich immer ansagen. Suchst du ja aus, Peter. Eigentlich schlagen. Komm, ich mach das mit Abschwerfen. Komm, boah, jetzt. Abschwerfen. Abschwerfen. Abschießen. Oh, komm, das schaffen wir, oder? Das ist so ein... Wie haben wir denn noch? Immer beides. Eine halbe Minute. Mit Abschießen jetzt sogar? Ja, ich mach mit Abschießen. Oh mein Gott, okay, das ändert ja alles. Ist ja lustiger. Lol. Sterbe. Das ändert ja komplett alles, Speedy. Wie komme ich denn hier weg? Das ich ist weiß ja gar alles nicht, warum ich in dem Adventure-Mat-Format nie dabei gewesen bin. Das also 10 Sekunden habt ihr noch. Ist kacke. Ich habe auch schon einen Fluchtweg. Leute, ich sehe einen. 2, 1. Ich komme. Action, Action. Es muss versteckt sein. Oh Mist, okay, mein Dingens funktioniert auf jeden Fall schon mal. Mein Pfeil und Bogen. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Ah ja, genau. Ja, Peter, ich sehe dich. Peter ist nach unten. Ich bin gerade. Wir haben hier gerade nur Sachen trainiert, probiert. Oh, guck mal, hier kann ich was trainiert. Raus. Die Gains oder was? Die Gains! Das ist gar nicht so einfach hier alles. Wenn du. Mal im Wasser kriegst kann man Tag machen. Schieß einfach mal also irgendwo hin. Vielleicht treffe ich ja jemanden. Wer witzig. Kann Tag machen, wenn du möchtest. Gesagt? So, seht ihr schon Pfeile auf euch runter hageln? Nee. Nee. Oh, nein, Chris, tu das bitte nicht. Platten. Achso, okay, schade. Ich hab nicht mehr viel Leben. Achso, oh Gott. Ja, gut. Okay, guck mal, hier haben wir noch so schade. Was Schönes gebaut. Dann kommen wir hier. Was habt ihr schön gebaut? Also, ich kann mich nicht so gut mehr dran erinnern, bin ich ehrlich. Ja, das ist Peter, das Wichtigste komisch, ist, Peter. Drück den Hebel. Ja, nee, den will ich nicht drücken. Er muss mich treffen, oder? Den habe ich aber nicht gesehen. Da ist kein Hebel Peter mehr. Peter ist kein oben Hebel. Drauf. Peter ist oben drauf und ich bin jetzt unten drunter. Peter ist oben am Dach, würde ich sagen. Okay. Umpa Lumpa. Schießt noch ein bisschen in die Richtung. Umpa Lumpa. Was ist das denn jetzt hier? Ich habe mich verlaufen. Ich werde gerade Fallschaden bekommen. Nee, das war ich. Nee, Ringfair rennt hier gerade mitten durch das große Haus durch. Ja, ich? Ach, du bist das. Aber ich habe keine Ahnung, wo Peter. Ich bin. Ich sehe selber hoch. Ah, ich schieße jemanden. Oh, ich sehe da hinten jemanden. Wieso schießt du auf mich? Von wo? Naja, von außen. Ich kann dich nicht treffen von außen, ist das Problem. Ah, wieso hast du auf mich geschossen? Ja, weil ich dich rumlaufen sehen habe. Von oben? Ich bin so lost. Ich habe halt nicht mitgespielt und das ist für mich wie... Ich weiß nicht, halt. Was der beste Weg hier ist, ehrlicherweise. Bist du gerade so? Willst du runterkommen oder willst du weiter die anderen suchen? Ah, hier kann ich auch rein. Okay, das wusste ich nicht. Na, ich suche hier, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Wir haben das irgendwie ganz schön kompliziert gebaut, alles. Ja, oh, insane! Nein, Gott, ey, so kompliziert ist das jetzt auch nicht. Es gibt mehr Sackkassen als den Peters. Sackkassen. Den auf dem Baum, den habe ich auch geschafft, Peter. Nee, einen anderen Sprung. Den vom Baum runter? Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Ich dachte, da kommt Peter, aber es ist nur eine Kuh. Excuse me! Da kommt halt jemand um die Ecke und ich denke mir so, scheiße, er hat dich. Beide geben Milch. Ja, das stimmt. Wenn die rote Rakete lang genug reibst. Nein, jetzt habe ich mich hier ausgesperrt. Hey, Bram? Noch. Ja. Nein! Bist du das hier? Nee. Hab ich da jemanden gesehen? Nee. Bist du das hier? Tendenziell eher ich. Das kriegen wir hin. Das ist Bram, oder? Ich bin jetzt hier auch. Wieder ist Bram. Nein, ich bin das. Okay, wo müssen wir denn hier hin, Christian? Wo müssen wir denn hin? Da nicht hin. Hier also nicht Peter, hin? Peter, ich bin nicht in einem Gebäude. Das ist Peter. Okay, cool. Hier ist Peter? Ja, also Peter, natürlich. Ich bin in einem Gebäude. Natürlich. Ich bin mir gerade unsicher, ob das, was ich hier mache, aber Christian, da dürfen wir nicht mehr hin. Ja, deswegen wollte ich da ja auch nicht hin.
Also, ich habe andere Dinge probiert. Hm. Aha, okay. Das ist jetzt also aber schlecht. Das heißt, wenn Peter jetzt einen findet, hat er beide. Ja, richtig. Nein, ah, der muss ja auch noch schießen. Ach, guck mal, das ist gut. Wie tief bist du runtergefallen? Gar nicht so tief. Bin ich tief. Du bist jetzt ganz unten. Wait, wie geht das? Wait, am Bodensatz jetzt, ganz unten. Am Bodensatz der ach nee. So ist denn da zwei geteilt? Den hast du nur noch so, Peter? Ja, der klettert nur so der 11 klettert Minuten Leiter. 23. Okay, hast du schon jemanden gesehen irgendwo, der auf dem Weg Leiter. Ist? Ich hab Sepp mal gesehen am Anfang, ja. Okay, also ich kann das Porno-Pete lesen, falls ihr das auf mich hast du doch auch geschossen. Das kann ich nicht lesen. Ja, stimmt, auf dich habe ich auch geschossen. Das hilft dir zumindest ja für die Seite, ne? Peter ist unter mir. Das ist nicht gut. Oh, wirklich? Oh, yo! Fuck. Ah, er sieht mich! Wie komm ich denn jetzt hoch? Wie komm ich hier weg? Und das heißt, ihr seid in den verschiedenen Stockwerken im Haus. Ja, ja, ja. Ich hab Sepp. Nein! Ich hab dich erwischt, Mann! Mein Gott. Oh, ich hasse es, ich will hier nicht suchen! Oh Mann, das ist der schlimmste Albtraum! Das ist der schlimmste Tag in deinem Leben, ja? Haben wir da nicht vor drüber geredet jetzt? Sonst? Ja. Ja. Also, ich höre auch die ganze Zeit die Schafe und die Hühner und so Geschichten. Ja, das ist cool. Ja, ja, ich weiß nur, wie man generell über die ganze Map hört. Was ist denn? Und ich bin eventuell auf dem Weg nach ganz unten gewesen, wo Sepp da meinte, nee, da dürfen wir nicht hin. Ja, weil dann da. Weil, ja, ist ja auch richtig, aber ich wusste nicht, dass das ganz unten ist. So. Deswegen. Woher soll das Sepp denn wissen? Außer der war da schon. Ja, ich bin da runtergefallen, bin dann da durch die Tür gegangen, hab dann gesehen, das sieht aus wie Boden. Dann bin ich wieder hochgegangen. Wo geht es hier hin? Ja, Peter, was bist du eigentlich für ein eiskalter Killer? Ja, ich bin krass. Ich sehe aber sonst niemanden. Da muss ich jetzt sagen, ich bin auf der höchsten Etage, aber nicht draußen. Ja, auf der höchsten Etage bin ich nicht. Aber du warst auch nicht drin. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, doch, ich bin nicht draußen. Ach, stimmt, du warst drin. Jemand anders war nicht. Ja, ich bin draußen und ich sehe Himmel über. Nee, ich bin nicht draußen, aber ich sehe Himmel über mir. Hm. Ich sehe rote Blumen. Ich sehe Kohle. Ich sehe Weizen. Ich sehe auch das rote Dach. Ich sehe Wasser. Ich sehe auch das rote Dach. Das Ziegeldach. Das rote Dach kann ich nicht sehen. Ich sehe Erde. Ich sehe Sand. Ich sehe Gravel. Gravel. Ich sehe Porno-Pete. Ja, das ist eigentlich ein guter Hinweis. Oh mein Gott. Ein Schriftzug. Ich kann den sehen. Also mit umdrehen kann ich den sehen. Ja, ich kann auch ich in die andere Richtung gucken, sehe ich den logischerweise nicht. Nee, Porno-Pete kann ich, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, das hier war Jays Gebiet, wo ich mich gerade versteckt habe. Versteckt? Wo ich gerade suche, meine ich. Ich sehe den Turm von Mordor. Paar Tipps geben. Wie man schön baut. Naja, das sehe ich hier nicht so irgendwie. Peter ist ganz oben auf den. An den Häusern. Ja, ich habe Peter gerade gesehen, ja, und ich dachte. Wenn das jetzt gerade passiert ist. Was? Das war jetzt ein geiler Zufall, Alter. Das ist alles halt belastend. Das ist doch einfach 10 von minus 10 jetzt gewesen. Das ist einfach alles schrecklich. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass Peter bei diesen weißen Birken ist, bei mir oben? War, ja. Ah ja, okay. Du meinst mit, ja, nicht Oaks? Mehr als Birken. Ja, Birken sind... Na, die weißen. Ich hab da, das war doch damals das neue. Da war der erste nicht normale Oak-Tree. Ach, ganz oben bei den Birken. Nee, da bin ich nicht. Aber ich habe Peter gerade gesehen, bevor er Peter bei den Birken gesehen. Ach so. Ja, dann ist Peter zu hoch. Ich glaube, Peter guckt gerade gegen die Wand. Ja, weil ich muss mir Essen holen. Aber im Adventure brauchst du noch nicht, oder? Ja, oh ja, stimmt. Ich frage mich, ob ich mich irgendwie vertan habe. Ich habe auch nicht mehr so... Ja, ich aber kannst du trotzdem noch eingeben, oder? Kann aber nicht nachgucken. Ja, du kannst ja, doch, du siehst ja Peters Namen nicht unbedingt. Beef. Finde ich gut, dass das alles von deiner Zeit abgeht. Ja, was willst du machen? Ja, ich nehme... Ja. Was nehme ich denn? Fisch. Fisch ist gut. Nehmt einfach Fisch. So. Wieder auf 1 gewechselt. Gucken wir doch mal weiter. Christian ist ein fiese Möb, Alter. Der ist nämlich hier immer unterwegs und ich weiß. Ja, ich war ein bisschen unterwegs. Ich habe dich gerade gesehen, kurz bevor du Bram gekillt hast. Da habe ich gedacht, du hast mich auch gesehen. Und dann musste ich aus dem Kuhstall raus, weil da gibt es nur einen Weg raus. Alter, du warst im Kuhstall. Ja, der so mit Glas überdacht ist. Jetzt kann ich auch Paulo gehen. Jetzt bin ich aber nicht mehr draußen. Oh Gott. Das habe ich gehört. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Die Frage ist, wo war das? Moment, kann ich auch mal nach unten gucken, wa? Hey, das habe ich auch gehört! Das ist schlecht. Daneben. Sackgasse! Leute, renn! Was? 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 Das trifft ihn nicht.
Als ob du den nicht getroffen hast. Ja, wo er trifft ihn nicht. Das kann nicht wahr sein. Nein, das ist er. Ich bin ganz nach unten gefallen. Okay, er trifft mich immer noch nicht. Ja, guck mal. Bist du noch im Dingens-Modus? Oh, scheiße, ja. Ich glaube, du hast mich getroffen. Also jetzt safe. Leute. Okay, auch nicht schlecht. Habe ich einen Pfeil im Misch? Warte, das sehe ich gerade nicht. Ja, die ist durch dich durchgegangen im Dingens-Modus, glaube ich, fürchte ich. Ja, Mensch, dann war ja? ich noch wegen dem Essen im Creative. Dann hast du mich wahrscheinlich getroffen. Das war alles lustig. Lustig war trotzdem. Ich dachte halt auch so, what the fuck, Alter. Christian, voll ein auf Neo-Style. Mann, hups. So, Jay, wie war das bei dir? Warst du drin oder draußen? Ich weiß nicht, ob du mir das schon gesagt hast. Vielleicht willst du das auch nicht nochmal wiederholen, ist okay, aber ich kann ja mal Also, fahren. Ich bin gerade trocken. Ja, ja. Ach so, also so halb trocken, schön, also nicht wegen dem Regen. Mittags um eins. Also nicht wegen dem Regen. Also der Regen macht dich nass, oder was? Nee, der macht mich nicht nass. Mich macht was anderes nass. Ach so, Okay, kann das ich ist ein guter Hinweis. In, ich fliege hier durch die Gegend-Modus und kann euch zugucken. Spectator. Ja, da bin ich drin, aber ich kann euch nicht auswählen. Mausrad. Maustaste, mittlere Maustaste. Nein, da sehe ich ihn, glaube ich, nicht. Ich habe diverse Tasten gedrückt. Wo haben wir hier Wasser, wo der Jay. Hast du gerade mit einem Pfeil auf mich geschossen? Ja, ich habe einfach mit einem Pfeil in Wasser geschossen, aber da sehe ich dich zumindest nicht. Okay. Oh, Alter. Hä? Wieso regnet das denn jetzt? Ich bin weg, Peter. Warst du da? Nein. So. F1 habe ich auch schon mehrfach gedrückt. Ah, noch dreimal drücken. Perfekt. Seo. Nein. Okay, keine Ahnung. Geht nicht. Ich dachte, wir machst das viel. Was ist das denn hier? Ich weiß aber auch nicht, wo du bist. Du bist einfach reingelaufen. Da steht betreten verboten. Ja, ich will mir nicht verwundern. Ist das noch Teil des Gebäudes? Also, ich bin nicht in einem Haus. Enter? Oh, jetzt werde ich auch sowieso. Jetzt bleibe ich sowieso trocken. Ist der Regen weg. Also, ich bin nicht in einem Haus. Ja. Also, das, wo du gerade warst, Peter, war einfach die Bahnstation. Ja, okay. Oder eine davon. Ah, ihr habt einen Bahnhof gebaut. Damals. Interessant. Ja. Okay, gucken wir doch nochmal hier. Jay ist doch so ein eitler Bock, der versteckt sich doch bestimmt da, wo er auch gebaut hat. Eventuell. Ich glaube, ich habe gerade deine Schritte gehört. Ah ja, okay. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich gerade zu dir teleportiert, aber ich bin ein Spectator, also mache ich keine Schritte. Achso, ja, logischerweise. Weil wir so hoch sind. Damals noch nicht. Ja, genau. Eisbildung. Alter. Eisbildung ist auch eine Bildung. Meine Hände schlafen gleich ein. Weil es so kalt ist? Ja, nee, weil ich die ganze Zeit die Taste gedrückt halte. Ach so. Warum musst du die gedrückt halten? Ja. Oh Gott. Okay, ich weiß jetzt aber warum. Wo bist du, du Frechdachs? Du Frechdachs? Also ich konnte dich sehr gut bei den Birken sehen. Da konntest du mich gut sehen. Das finde ich schon wild, muss ich sagen. Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Weil wenn du mich siehst, muss ich dich ja auch sehen können eigentlich. Oh Gott, alle Tiere laufen frei rum. Ich werde sie alle abschlachten. Dass du die Tür einfach offen gelassen hast. Von meinem Gehege, Peter. Was soll das? Sorry. Ich habe alle Gehege einfach aufgemacht, weil Freiheit für die Tiere. Das war damals ein richtiger Zankpunkt, das weiß ich noch. Wenn einer die Tiere aus Versehen freigelassen hat, dann war aus Versehen vor allem auch. Hier konntest du mich sehen, wie kann das sein, Alter? Was hast du für gutes Versteck? Das sag ich dir nicht. Peter, du siehst ihn auch voll. Nein, das gibt ja keinen Sinn. Okay, also ich bin jetzt bei den Birken. Kannst du mich gut sehen, oder was? Nee. Ja, frech. Ja. Er sieht es nicht. Da konnte ich halt nicht. Kann ich jetzt halt nicht. Was soll ich sagen? Weiß, weil du deine Position geändert hast, oder was? Wie komme ich denn jetzt nochmal wieder hoch? Hab dich bei den Birken gesehen. Ich muss sagen, ich mag diesen Gesichtsausdruck. Aber gerade sehe ich dich nicht. Ja, vielleicht liegt er an den Chunks oder was weiß ich. Das kann ich dir nicht sagen. Keine Chance. Nee, das liegt eher daran, dass Peter an einem anderen Ort an den Birken ist, wie vorhin. Ach so, das kann natürlich auch sein. Okay. Ich bin doch einmal hier die Birken entlang gelaufen. Ja, schade. P,
Peter, ich möchte eigentlich, dass du verlierst, deshalb halte ich die Fresse. Besser ist das, als wenn du gleich wieder versuchst, hier einen bei Minecraft zu verraten. Das machst du immer nur bei Bram. Deshalb, Bram ist ja schon raus. Peter, wie viel Zeit hast du eigentlich noch? 1:46. Ah. Die Zeit wird knapp. Also. Was soll ich sagen? Wie soll ich denn da mehr Tipps geben? Ne? Also ich bin halt im Wasser. Ja, genau. Mhm. Bin ich in einem Haus? Ja. An den Birkenkammern habe ich dich gesehen. Ich habe dich einmal gesehen. Ja, das ist wild. Also. Ich habe dich aber seitdem nicht mehr gesehen. Das ist auch wild. Also ich habe dich bei der Birke, glaube ich, gesehen, die am nächsten vom Haus ist. Echt? Oder? Nee, am weitesten weg ist das vom Haus. Am weitesten weg ist. Das hier wäre die nächste. Ah, scheiße, ich hätte nichts sagen dürfen. Fuck. Was? Ja, ich... Das ist die am weitesten weg ist. Das ist die am weitesten weg ist. Okay, ich sehe dich nicht. Oh. Ja. Was soll ich sagen? Oh, daneben! Trifft ihn nicht. Du hast mich noch nicht getroffen. Er trifft ihn nicht. Nein. Oh, immer noch nicht. Ich darf nicht nach ganz unten, ne? Nee. Er hat auch schon das gar nicht mehr mit reingerechnet. Er klaut die Pfeile. Peter! Du triffst mich nicht. Oder es geht nicht im Wasser. Das kann natürlich auch sein. Nee, es geht schon, aber du bewegst dich ja die ganze Zeit. Er trifft dich einfach nicht. Er trifft ihn nicht. Wobei, er spielt doch in F1. Er hat gar kein Fadenkreuz, oder? Nee, genau. Ich hab gar kein Fadenkreuz. Das will ich. Ich schieße einfach mal so ein bisschen. Ah, jetzt hast du mich. Mit jetzt 3 Sekunden auf der Uhr. Jetzt boah, hast du mich. Ah, toll. Ah. Ich habe 15 Pfeile aufgesammelt. 15 Pfeile. So, jetzt brauche ich unbedingt Essen, ey. Ich konnte dann mir nichts zu essen holen. Dann, ich schaue mir Pornopiet an und eure Minute verstecken läuft ab. Jetzt. Oh je. Ich werde euch alle ficken, ey. Das gibt's nicht, ey. Ja, warum muss ich denn jetzt hier suchen? Das war schon so schlimm, überhaupt sich hier zu verstecken. Kommt jetzt einfach einer Kuh entgegen. Ah. Ah. 40 Sekunden. Hm. Wer ist runtergefallen? Ihr habt dir einen Tipp gegeben, Sepp. Du hast mir einen Pick. Ich hab dir einen Tipp gegeben. Ich geb dir gerade einen Tipp. Okay, 20 Sekunden. Das läuft nicht so, wie ich mir das gedacht habe, ja. Nee. Also Jays Versteck war schon stark. Muss man ja mal sagen, ne? Dann wird's schwierig. Zu matchen, ja, das wird schwer. 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, Eckstein, lass uns versteckt sein! Okay, wäre nicht nochmal. Hm. Außensicht ist F5, glaube ich. Muss ich in Außensicht suchen oder? Nö. Nee, Steuerung. Ego. Ich habe nur Ego benutzt. Ja, ich auch, glaube ich. Das funktioniert lieber als. Ich habe hier. Jay hat mir. Ja, das sieht doch alles gut aus hier, oder? Ja, das wäre schön gewesen, wenn das klappt. Hä? Oh, da ist ja Glas. Oh. Glas ist durchsichtig. Okay. Ich glaube, jemand ist wie so ein Kind, was sich hinter einer Glastüre versteckt hat. Ah, das wird schon. Also, Sepp ist auf jeden Fall gerade Richtung Ziegeldach hier laufen. Ja, das ist gut. Hat Jonathan auch verpasst an der Stelle, muss ich mal sagen. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Mein Versteck ist entweder hui oder pfui. Ich kann Pete sehen. Nee, ich kann O-Pete sehen. Ja, ich bin mir noch unsicher. Von Porno-Pete. Wo ist denn Porno-Pete? O-Pete kann ich sehen. Auf welcher Seite ist Porno-Pete? Ich seh da jemanden sneaken, das hab ich gesehen. Wen siehst du denn sneaken? Ja, ist egal. Bist du mich sneaken? Siehst du doch am Skin. Mich sneaken? Ja, ich hab Chase. Ja, witzig, dass ich sage, ist egal. Nein! Ah, da schießt doch Jay. Runter! Ja. Nein, der hat mich, scheiße! Alter! Aber deine Hints waren gut, Jay. Also muss man ja sagen. Ich hätte ihm nicht den ganzen Lack schon hinschmeißen sollen, ne?
Ja, war schon gut. Habe ich appreciated. Hast du so Lachskrumen da gelassen? Ja, Lachskrumen, glaube ich. Ich bin doch die ganze Zeit Bram hinterher gerannt. Bram war da auch. Ja, als ich irgendwann aufgehört, ich habe irgendwann aufgehört, die Dinger zu werfen. Der ist jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der Bram ist. Da tropft Wasser aus dem Haus. So, also ich habe den gefunden. Und ich habe, wen habe ich denn noch gefunden? Den gefunden. Das ist ja mega doof hier. Und den gefunden. Okay, habe ich alle drei gefunden. Und Spectator, mega awesome. Ja. Ja, glaube ich auch. Also die Wohnung oben drüber. Was ist das denn hier? Sauerei gemacht. Die Hühner haben dir auch ein paar Hints hinterlassen. Also ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ich würde mich was sagen. Doch, ich sehe ihn. Ich habe eine Idee für Hints. Also heißt, nee, jetzt nicht mehr, aber ich weiß, wo er ist. Und zwar ist er am, an dem, boah, wat, wie ist denn das? Da, wo der Zuckerrohr ist, da habt ihr so ein komisches Konstrukt gebaut mit so einem riesigen... Gehege nennt sich das. Hey Digga, was mache ich denn, wenn ich hier nicht mehr hochkomme? Ja, dann flieg halt kurz eine... Digga, dann gehst du halt einen Schritt nach links und dann... Hey, was? Nee, dann drehst du dich jetzt um, gehst da einen Schritt runter und dann gehst du da wieder hoch. Okay. Ich hab gedacht, da wäre Ende. Ich hab da nichts gesehen. Das ist ja unmöglich. Ja, nachher gibt's hier eine Ecke, wo ich nicht mehr hochkomme. Das wäre richtig bitter. Bitter-tastic. Kommst du aber irgendwo hoch, oder? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall immer noch im Gehege. Wo seid ihr kleinen Luders? Ich bin noch unzufrieden mit meiner Wahl hier. Immer noch am Gehege ist er. Läuft außen am Gehege entlang. Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ja, ich wollte... Immer noch außen am Gehege. Beim Zuckerrohr jetzt. Ich wollte Bram gerade in den Survival-Modus setzen. Das war Quatsch. Ja, das war... Oh Gott. Jetzt ist er runtergefallen am Gehege. Am Gehege ist er runtergefallen. Jetzt ist er wieder am Zuckerrohr, er ist wieder oben. Hörst du das? Am Kürbis. Läuft er entlang. Oh, hab ich gehört. Ich habe. Okay. Da hab ich heute. Also, das ist aber weit weg gewesen. Du bist schon auch gesehen. Verpiss dich. Ach, Scheiße, hier komm ich gar nicht rum. Leute, die kann ich bis da rüberschmeißen. Funktioniert hoffentlich. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist immer noch du hast dich ein bisschen erschrocken. Ja. Hä? Ich bin auch einfach dumm. Komm schon, Hühnchen. Am Gehege ist er. Ich hab keine mehr. Auf den Melonen springt er rum. Hühnchen! Ach, Hühnchen. Hühnchen, Schmühnchen, ey. Hühnchen. Ja, ich versuche Hühnchen zu machen, Hühnchen, aber geht halt auf die Distanz Hühnchen nicht. Aber hast du nicht Eier gehabt? Ja. Eier, wir brauchen Eier. Jetzt hat er meine Melonen da kaputt gemacht. Er ist nur am Griefen. Echt, bin ich da so gegengejumpt? Jetzt läuft er da rum an den Eichen, Buchen. Oder aber wen sehe ich denn da rum sneaken? Buchen? Gott, immer noch wirken. So nicht, mein Schatz. So nicht, Tommy. Mein Schatz. Da ist der Peter ein bisschen durch die Gegend rumlaufen. Ich weiß wie. Ja, ich bin so ein bisschen am Sneaken, bin ich. Wo ist der? Weiß jemand, wo Sepp ist? Das geht nicht. Fuck it, was ist das denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, Jay darf es nicht sagen, aber... Er ist am Haus, ist er. Oh. Da höre ich was. Boah, der war ein guter Hit. Was getroffen. Der ohne war stark. Fadenkreuz! Alter, der war gut. Da hast du mich gekriegt, Alter. Das war krass. Da gebe ich dir die absolut mega Kraft. Ohne Fadenkreuz ist das schon echt krass, Alter, gewesen. Alter, das war aber voll die Distance. Junge. Ja, und das in Bewegung uns, Alter. I gleich MC Quadrat. Ja. Was ist das denn hier? Aha. Ja, was machst du denn da? Ich hab Quatsch gemacht. Aber egal. What did you say? Peter hat Quatsch gemacht. Irgendwas hat What does the fox say? Irgendwas hat Dü-Dü gemacht. Frosch macht Bau? Was? Da ist Peter. Also Bram, das war schon nicht schlecht. Das war also ich schon bin draußen. Du hast mich auch früher gesehen. Oh, da hat dann. Scheiße. Oh, da hat dann. Na, oh, Peter hat ihn nicht gesehen, ey. Nee, scheiße. 8 Minuten. Oh, du bist gut, Alter. Ja, weiß ich nicht. Oh, ich habe auch einen insane Hit gegen Bram gelandet, also. Oh, ich habe echt mich auf meine Adventure-Map-Skills da hinten verlassen, über das Gehege die ganze Zeit drüber zu springen, dich da im Kreis irgendwie so ein bisschen zu baiten, weil ich dachte, ich hätte es auch hingekriegt. Also ich hätte es ja auch nicht mehr verfolgen können.
Aber dazu, ja komm, du warst auch Cookie, du hast sogar Lachsgruben gelegt. Ja gut, weil ich auch gerade halt hart gerockt habe. Cookie. Okay. Hart gerockt. Ja. Wo ist Christian? Ja, Peters, ich sehe einen Huhn und ich bin aber nicht drin. Er sieht einen Huhn und ist nicht drin. Ja, aber das Huhn ist drin. Er hat ja noch 8 Minuten Zeit. Huhn ist drin. Das Huhn ist drin. Ich hab so Feuerwerk gehört, das war doch bestimmt Christian. Das könnte ich gewesen sein, ja. Ich sehe nur so, wenn ich gerade nach oben gucke, nur so partiell Himmel. Wer hat denn diesen einen Garten gebaut mit diesem, keine Ahnung, quadratischen Weizendingern? Das habe ich mich auch gerade schon gefragt. Ey, pottenhässlich. Ja, diese Treppe? Das warst du doch. Ach, das war der Joke, oder? Nee, stimmt, Moment, das war ja gar nicht Peter. Peter war das andere. Nee, hier. Ich war rechts. Also wir haben das ja so stimmt, ein bisschen aufgeteilt. Ich weiß nicht, wer das war. Christian. Das stimmt, ich sehe Opiet, sehe ich auch noch. Also entweder Opiet. War das Christian oder Opiet. Hardy, bevor er abgehauen ist. Das könnte eine Ode sein. Siehst du? Opiet sehe ich. Wo ist denn Opiet? Ja, warum ist das Haus eigentlich nicht zu? Ah, da Opiet. Ja, weil wir wahrscheinlich nicht fertig geworden sind. Ich hab da so ein. Ja. So eine Gasserino. Das ist schlecht. Oder eigentlich nochmal ein Feuerwerk setzen, aber ich warte jetzt erst deinen Gas ab. Meine Spinnensinne schlagen voll aus hier. Die Spinnen sind schon am Weg, oder? Ja, rennen! Nee, rennen finde ich gerade ganz schlecht. Run. Meine Spinnen. Sepp ist nämlich eine Spinne. Hauptsache, ich bin du bist eine nicht. Spinne! Hauptsache, du bist nicht Madame Web. Oh ja. Der schlechteste Film aller Zeiten. Quatsch, die hat alle Marvel-Filme geguckt und hat die geliebt. Und später hat die gesagt, Mensch, ich kann mich an die aber irgendwie alle nicht mehr erinnern. Wer ist Madame Web? Ja, die weibliche Spider-Man. Ah. Ich glaube, der Tunnel, wo Christian letztes Mal runtergefallen ist, ist der, den wir immer benutzt haben am Anfang, um hoch und runter zu kommen. Ah! Ja, ich bin eben auch so eine Leiter runter, ne? Ja. Muss ja. Wobei, das geht auch in die Tiefe. Da wurde auch gestrippt, meint, aber nicht viel. Jetzt ist auch natürlich auch die Frage, wie viel wurde nachgebaut tatsächlich. Also, es sind vier Gärten gebaut. Wenn du im Haus bist, könntest du mich auch sehen. Echt? Genau, so, vier Gärten eigentlich. Ja, die genau. Spinnensinne sind auf jeden Fall aktiviert worden durch die Rakete. Das sag ich dir, Christian. Aus dem Haus. Nee, das heißt, Bram und Sepp waren nicht dabei, ne? Richtig. Eins davon ist Chris und eins davon Hardy, hast du der gehört? Gebaut okay. hat. Du hast, glaube ich, dir die größte Fläche gegönnt. Ich habe ein Problem. Glaube ich auch. Okay, ich dachte, das wäre schon hier gerade das große Spiel. Wie komme ich denn hier weg eigentlich? Ich dachte auch, das wäre das Final. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich hier hingekommen bin. Das ist echt. Oh, ich wüsste, wie du hier wegkommst. Oh, das ist ganz doof. Oh ja, ich wüsste, wie du wegkommst. Das ist ganz blöd. Boah, daneben! Wieso sagst du denn auch was? Vielleicht hätte er dich gar nicht gesehen. Ich hätte dich gar nicht mitbekommen. Nein, da kann ich nicht. Mann, ey. Oh, zu wenig. Ich wollte eigentlich. Christian hätte einfach nur einen hier runter droppen müssen. Ach, droppen. Hier, guck mal. Jetzt darüber und da. Ach, hier da bin ich weg gewesen. Yo. Da wärst du weg gewesen. Nein. Damit hat Sebastian leider gewonnen. Jay hat aber auch dir echt ein schweres Versteck gegeben, also muss man auch mal sagen. Ne? Wie viel hast du noch auf der Uhr? 4 Minuten 15. Boah, stark, Alter. Ja, einfach stark. Ja, das war Verstecken in Minecraft Season 5. Vielen lieben Dank nochmal an Nikus fürs Wiederaufbauen, weil wir haben nicht mehr die Originalmap von damals gehabt, leider. Das war echt krass. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüssi. Tschüss.